Hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2015 auf der Südhämmern mit dem Randy. Hallo. Und dem Kliggy. Hallo. Und dem Manus. Tag. Pixel, Spaß. Ja, Pixel. Hast du irgendwie Ärger oder was? Hast du Stress? Also ich hätte echt Bock, mal so ein richtiges Plüschtier mit dir zu machen. Ein Wichselchen. Ja, ein Wichselchen. Ein kleines Wichselchen. Das dann so zu verkaufen. Ja. Ist nicht schwer. Ein bisschen Stoff, ein bisschen aus, dann ein bisschen Watte neu und fertig. So. Sag's, wenn leer. Mhm. Pixel, wie viel ist bei dir drin? Achso, ich sehe es oben. 54. Ja. Tanke stehen. Gleich nochmal ab hier. Sportsfreund. Pixel, das Rohr klappt man ein, wenn man gerade nicht abgetankt wird. Nö, mach ich aber nicht. Warum? Aber wegen der Aerodynamik. Warum stört doch niemanden? Ja, es verbraucht aber Benzin, ist Luftwiderstand. Ja, auch so ein Luftwiderstand. Oh, das geht der Idiot aus. Naja, da hat der Tino nicht aufgepasst bei Physik, aber... Oh Gott, das will ein Alter, machst du die Ballerina hier. Leer oder leer? Moment noch, siehst ja, du doch. Der tankt aber extrem schnell ab, oder? Kann das sein? Den du hast? Ja. Der ist umgeschrieben. So, ich würde schon sagen, weil naja. Das ist ja nicht normal, wie schnell der jetzt leer war. Der tankt normalerweise so langsam ab, dass wenn du, glaube ich, Hopfen erntest, der schneller erntet, wie du abtankst. Ja. Das wird ja, so gut, das ist ein bisschen fail, aber wenn die standardmäßig abtanken... Lass den mal noch hier stehen, ne? Ne, wie gesagt, also der tankt, das wurde jetzt quasi angepasst. Ist ein bisschen zu schnell, eigentlich. Keine Ahnung, hab's nicht gemacht. Wer hat's nicht gemacht? Entweder war's Björn oder ein Kollege von Björn, ich weiß es nicht. Ja. Also, nee. Aber es ist auf jeden Fall besser wie das vorher. Aber das vorher, obwohl ich es geil finde, wenn der so langsam abtankt, muss ich ja sagen. Wenn du die ganze Zeit hinterher nebenher fährst, das ist schon geil. Aber da hast halt natürlich auch immer zwei Leute beschäftigt, was natürlich gut hätte Pixel was zu tun, was Sinnvolles. Aber bis er es wieder hinkriegt mit der KMH-Zahl eingestellt und alles, sind ja auch wieder drei Folgen rum. Wo so schnell war das jetzt? Ich habe mir gerade nochmal abgetankt, das ging eigentlich. Normalerweise, wie viel machen die? Ich glaube 140 Liter, ne? Oh boah, keine Ahnung. Ich glaube in der Sekunde. 140 Liter. Warte, Pixel, kleiner Spaß, ne? Ja, ist klar. Das gibt eine neue Kerbe bei mir auf dem Kerbbrett. Das war der Baum. Wenn ich du hast ein Kerbenbrett? Ja, da stehen eure Namen drauf. Und wenn das irgendwann mal voll ist, dann werde ich euch dann freuen. Dann guckst du dir ein neues Kerbenbrett drauf. Warum, dann läufst du Amok? Nein. Das fällt mir irgendwas Lustiges ein. Wie viele Kerben habe ich? Ich gebe keine Zwischenstände. Wie viele Kerben darf man insgesamt? Oder ab wie viel Kerben ist Schluss? Wie viel gehen aufs Brett? Viele. Achso. Das ist aber ein großes Küchenbrett, ja. Und wie viele Kerben ungefähr sind das? Viele? Das. Also ich sag mal so, du hast jetzt schon so ungefähr 90%. Das Brett ist gefüllt? Wow. Ja. Das ist hart. Ja. Ja, durch die ganzen veganen Schnitzel, ne? So sieht's aus. Die drauf geschnitten werden. Ja, aber dass du da nicht durcheinander kommst, wenn du abends so drauf dann das Brot schneidest, kann es ja auch sein, wenn du mal ausrutschst, dass du eine Kerbe hast. Nein. Hat er bestimmt ein zweites Brett, denke ich. Richtig. Ach so. Was denn Jens Lutz? Du solltest stehen bleiben, wenn das Stroh noch hinten raus macht. Ja, ich weiß. Das ist immer so unordentlich, das sieht immer nicht schön aus. Moment, Pixel, eine Frage. Ja. Wenn du es weißt. Warum machst du es? Weil ich mir dachte, das kommt sowieso nicht mehr so viel und es war ja am Stück. Also wenn du das aufsammelst, hast du also keinen Verlust. Frei nach dem Motto, fuck the system, ne? Exakt. Naja. Fuck the system? Das hab ich mir auch gerade gedacht. Was ist das für eine Metal-Band? Fuck the system. Ich kenn System of a Down. Ja. Fuck the system. Fuck the system ist den anderen. Ja, Band. Lass ich mir langsam lizenzieren für später. Auf jeden Fall, weil man sich ja auch Aussprache bei gleichen Wörtern lizenzieren lassen kann. Das geht heute da. Im Amiland wird es gehen.
Boah, alles lizenziert, sowas wie ja. Fick dich. Genau, also so Aussprache, ich spreche das anders aus, kriege ich neue Lizenz. Ja, ist eine neue Band. Ja, fuck the system. Naja, warum nicht? Was machen die eher so soft, oder? Soft die Metal. Die machen sehr soft, ja. Liebeslieder, die sind auf der Kuschelrock drauf auf der neuen. Ach, schön. Romantisch. Die habe ich früher gehört, ne? Nicht, dass du frierst. Heute nicht mehr, oder was? Nee, aber ey, da war ich relativ jung noch. Da habe ich auch mal Kuschelrock gehört. Klobestürger. Habe ich auch wirklich, das ist kein Scheiß. Ja, ja, ich weiß ja. Ich dachte, du hast damals Iron Maiden gehört. Was habe ich? Ich dachte, du hast damals Iron Maiden gehört. Was auch. Ich habe auch, mal Schratz gehört, Junge. Ja, das habe ich auch mal gehört. Naja, aber weißt du, wie die Unterschiede? Ich habe auch Hip-Hop gehört. Lange Zeit lang nur Hip-Hop. Hip und Hop und Hip und Hop. Naja. Alles schon gehört, alles schon gehört, jetzt hörst du Radio. Ja, das kommt mit dem Alter. Ach, na, wisst ihr. Ja. Also ich höre wirklich sehr, sehr gerne mir auch immer noch Hip und Hop an. Aber wirklich nur, wenn es guter ist. Ich muss ja sagen, ich bin so ein kleiner Sido-Fan, ne? Ich weiß nicht, also mir gefällt denen seine Musik einfach. Ich finde die Lieder absolute Oberklasse. Astronaut. Also Astronaut ist... Der Kosmonaut wieder. Ah. Ja, du kommst aus Neuesten, ist verständlich. Also Astronaut finde ich sehr, sehr geil. Finde ich richtig geil. Ja. Yep. Muss ich wirklich sagen. Auch hier, wie heißt er? Boragi? Burani? Burani. Andreas. Brandi. Andreas Burani, den ist auch super mit dem zusammen so. Hat er gut gemacht. Ne, gefällt mir. Habe überlegt, ob ich das Sido-Album, ich glaube, der hat ein neues Album, ne? Ja. Ja, betreffend der Single, ja. Naja, habe ich mir überlegt. Ist ich mir überlegt, ob ich mir das eigentlich hole, ne? Naja, mal schauen. Ja. Kannst dir das Zuhälter Tape 4 vorbestellen, das kommt am 11. Dezember. Von wem? Kollege. Ach, Alter. Ja, das überlasse ich den jüngeren Leuten, sowas zu hören. Oh, ist gar nicht so schlecht. Ich habe früher auch Flair, ich habe früher auch Flair gehört und sowas und Frauenarzt und alles, aber. Was soll dein Hengst? Was soll dann hängst, genau, oder Be Tight. Be Tight war ich sogar beim Konzert, aber das, nee. Oh Leute. Brauche ich mir jetzt nicht mehr. Warum? Da tun sich Abgründe auf. Was King tun sich da für Abgründe auf, Alter, wo ich 18, 19, 20 war? Da habe ich mir das, meinst du, da habe ich keinen Schlager gehört. Der Pixel hat der Schlager gehört, ne? Da wäre ich höchstens mal Nanja an die Schlagersängerin, ja, aber ansonsten... Letzten Mal dran gehalten. Ja, da war man halt schon mal riechen lassen, den Bob. Naja, aber lass nee. Lass mal vorne rum, Junge. Macht schon mal frei. So, nee, aber wie gesagt, da habe ich frei, da habe ich sowas auch noch gehört, ja. Ist jetzt hier noch was in der Nähe? Weizen, was? 12, Rüben, was steht denn auf der 12? Drüben, einfach Brücke rüber und rüber. Brücke rüber, ja. Die 12 haben wir schon? Da hinten steht auch noch was. Mensch, da guck mal, drück doch einfach mal I. Ja, 12 ist noch voll. Ach, ich doch. Also dann habe ich aber auch sehr, sehr gerne, höre ich auch zum Beispiel House Electro, wenn es guter ist. Aber eher so RDM. So Random Deathmatch. Ja, ja, Random Deathmatch, ja. So, jetzt kehrt mir da. Nee, halt so. Mann, Junge. Halt so ein bisschen RDM oder so und ja, House Electro, das höre ich echt mal ganz gerne. Techno kann ich gar nicht. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Dann erklär mir mal den genauen Unterschied zwischen Elektro und Techno. Das ist so. Hast du es dir mal angehört? Du kannst Techno, das ist ein riesiger Überbegriff. Ja. Kann man sagen, ne? Der Schranz kommt ja auch ursprünglich aus dem Techno. Also, das kannst du so gar nicht sagen. Nein, natürlich! Nee. Na klar, Techno hat ja mit Elektro. Techno ist ja kein Elektro. Doch. Nee. Doch, definitiv. Nee, warum? Weil alle elektronische Musik was mit Techno zu tun hat. Also ist Techno der Überbegriff für alles andere? Wenn du so willst, schon. Also gibt es Techno gar nicht. Ortino. Warum? Wir sind nicht mehr in den 90ern. Das ist. Na, bist du doof? Dann sag es doch mal. Also gibt es kein Techno, weil Techno nur ein Überbegriff ist. Guck mal, das haben die beiden gemeinsam. Techno, Junge. Technoir gibt's auch. Dann sag doch mal, Pixel. Was tue ich denn? Was würdest du denn heute als Techno bezeichnen? Erklär mir das mal. Sag mir das mal. Na, das, die Musik, wie sie klingt. Achso, was als Techno zum Beispiel? Was ist denn das? Scooter. Trink die Kohle. Scooter? Ja, okay, gut. Ja. Das ist Techno.
How much kostet Fisch? Dung, dung, dung. Und so ein Zeug halt, naja. Ja. So, das ist für mich Techno. Das ist Techno, ja. Okay. Ja. Das hat für mich aber nichts mit Elektrohaus zu tun, weil Elektrohaus ist für mich. Oder RDM ist ja auch. Was ist jetzt überhaupt RDM? RDM ist. Ist, wenn du viel mit so Gesang hast, beziehungsweise auch so Titel aus dem Radio oder sonst was, was so ein bisschen umgemixt ist und so ein Zeug. Also Mixtapes oder was? Mashups? Ja, so in der Art, ja. Mhm. Das, was ich, na gut, vorm Stream, ich weiß nicht, ob du die Musik schon mal gehört hast bei mir vorm Stream. Ja, doch, ja. So ein bisschen das ist RDM halt. Oder was? Naja, ist auch ganz unterschiedlich. Ja. Es gibt ja zum Beispiel auch noch Minimal House, das könnte ich mir auch nie antun. Ja, stimmt, es gibt sowieso 1000 Untergruppen. Aber dann sag doch mal jetzt wegen Techno, Pixel. Für mich ist Techno alles, wenn du dir mal anguckst, wie der Techno angefangen hat, ja? Ja, Love Parade, mich, bla bla bla. Ja, aber da war alles Mögliche dabei. Aus dem kam eben, hat sich das entwickelt, House und Trance und. Ja, aber es sind trotzdem, finde ich, eigenständige Pfeiler in der Musik geworden. Ja, aber. Die nicht mehr unter dem Dach vom Techno, denke ich, leben müssen. Da musst du das aber so sagen. Also dann warum? Musst du. Das ist da aber schon so. Da mal einfach das Dance Musik. House, nein, ja, House, Dance und sowas, Elektro ist so ein gigantischer Bereich mit so vielen weltbekannten DJs, sage ich mal, oder mit den bekanntesten DJs. Also die bekanntesten DJs sind ja eher in der Elektro-House-Szene unterwegs wie in der Techno-Szene. Ne? Also jetzt weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist für mich einfach eine Begrifflichkeit, ich weiß es nicht. Das ist wie wenn du. Das ist zum Beispiel genauso, wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal bei Metal umgucken, ja. Wenn du dir sowas anguckst wie Metallica, das ist ja mehr Hardrock als Metal. Ja. Also da kenne ich mich leider trotzdem, eben gar nicht ja, aus. Das ist genau das, was ich sagen will. Also das ist Korinthenkackerei. Nein, genauso warte. Ist Techno. Nein, also, warte. Aber Metal sehe ich schon noch so, dass Metal als großen Überbegriff, ne? Und dann gibt's ja dieses Death Metal, dann gibt's ja was gibt's Heavy ja? Metal. Heavy Metal, dann gibt's Hardcore. Ja, Hardcore. Schon Neo-Thrash-Metal. Da gibt's auch Thrash-Metal oder sowas, gibt's ja auch, ja. Ne? Und ja, sowas. Aber da ist ja immer Metal, immer Metal. Weißt du, das ist ja immer Metal. Ja, aber das heißt, ja, aber das ist einfach, weil sich das so entwickelt hat. Das heißt halt immer Metal drin. Aber ja. Was ich damit sagen will, ist, die Übergänge sind fließend und das ist eben genau da auch so. Nein. Doch. Nein. Definitiv. Zwischen House, Elektro und Techno gibt es keinen fließenden Übergang. Okay, gut. Also dann sag mir ein, wo es dann fließt. Ich kenne mich da nicht. Ich kenne die Bands nicht. Das sind ja keine Bands. Das sind naja, DJs. DJs. Nein, aber das ist genauso. Es gibt für mich auch keinen fließenden Übergang zwischen Schranz und House Electro oder zwischen Schranz und Hardstyle ist ja auch schon wieder so eine ganz andere Sache. Oder auch noch, was ich, Dubstep zum Beispiel, weißt du, da weiß ich nicht, für mich gibt es da irgendwie keine Übergänge. Man kann ein Lied ins andere mixen, aber es ist was komplett anderes. Doch, das merkst du, also gerade die Einflüsse. Ich sag mir immer nur, mit Techno fängt's an, die es dann ruhiger wollen, gehen in Elektrohaus rein, die es ein bisschen härter wollen, fängt mit Hardstyle an und die komplett kaputt sind, gehen dann in Dubstep oder Schranz. Na, Dubstep würde ich sagen, nicht mal so komplett kaputt. Also Schranz ist so, aber Dubstep geht ja noch halbwegs. Ey, Schranz und Hack ist ja alles gleich, oder? Das sagt man ja anders, ne? Ja. Naja, Hack ist, glaube ich, einfach nur so ein Drogi-Überbegriff. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht gesagt. Um mal ein Beispiel zu haben, ja? Mhm. Zum Beispiel sowas wie Industrial. Das ist zum Beispiel auch eine Unterart des Elektro. Das Industrial Elektro. Pass auf, das bei House Electro, das bei Schranz, das bei Dubstep, dass es da auch wieder da noch verschiedene Abzweige gibt. Es gibt ja zum Beispiel auch House, es gibt ja Minimal House, es gibt ja RDM und so weiter. Das sind ja alles so Ableger von sag ich mal, diesem Überbegriff House Music. Und ja. Deswegen finde ich, ist Techno nicht der Überbegriff. Also Techno Doch, ist für es, mich aber was. Das ist alles ein Teil von der Techno. Ja, von. Das kommt halt aus den 90ern. Da gab es die Unterscheidung nicht. Also. Meiner Meinung nach ist sowas wie Kraftwerk. Da war nur Techno am Start. Auch,
Ich denke genau, eher, Haus Elektro kam ja eher aus den Staaten, oder? Das ist eben nicht so. Also weiß ich nicht, war jetzt meine Vermutung. Alles fing hier in Europa an. Die Amerikaner haben ja bis weit in die 90er überhaupt kaum, also außer an der Ostküste. Musik gehört. Nee, aber so mit Techno in Berührung gehabt. Als ich 97 drüben war und den Dune vorgeführt habe, was ja bei uns schon fast out war. Aber nicht Thunderdome. Sind die total abgegangen. Was, also Thunderdome? Dune, habe ich so gerade gesagt. Und das ist ja, das ist ja nur Techno. Also das ist, das ist sowas wie, ja, wie Scooter, wenn du so willst. Oder Marusha seiner Zeit oder wie die alle hießen. Blümchen! Dafür hatten die ausgeprägtere Raps. Aber dafür, aber dann, da schlägst du die Hände über den Kopf zusammen, wo ich vorhin gesagt habe, was für Rap ich früher gehört habe. Und selber bist du mit der Warnweste, den Plateauschuhen und der Felljacke in den Techno-Disco gegangen, oder was? Nee, hab ich nie gemacht. Genau. Na gut, aber wir sind fertig. Boots und DJ. Ja. Ja, gut. Also, war lustiger Part auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Ihr könnt ja mal dazu schreiben, was ihr denkt, wie das und was ihr hört. Verhält. Genau, und was ihr hört auch. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.